Hallo zusammen, ich bin Malte aus Fisbeck. Ich bin Barkeeper von Creative Bars. Heute bin ich hier mit euch zusammen, um ein paar Cocktails mit euch zu machen. Ich hoffe, es gefällt euch. Bevor es jetzt gleich losgeht und wir die Cocktails zusammen machen, gibt es eine kleine Grundzutat. Zuckersirup. Diesen Zuckersirup könnt ihr nicht nur für eure Cocktails benutzen, sondern auch für euer Müsli, Tee, Kaffee und andere Zutaten. Wir machen zusammen einen Tonka-Vanille-Zuckersirup. Für diesen Zuckersirup brauchen wir 250 ml Wasser, 500 Gramm Zucker, eine Tonka-Bohne und eine halbe Vanilleschote. Erst nehmen wir den Zucker und geben ihn ins Wasser. Danach hacken wir ein wenig die Tonka-Bohne klein und geben sie ebenfalls in die Zuckerwassermischung. Und zuletzt nehmen wir uns die Vanilleschote, kratzen sie aus und geben sie komplett in die Zuckermischung. Wir haben jetzt den Tonka-Vanillesirup für euch angesetzt und das Ganze lasst ihr jetzt für ein paar Stunden stehen, rührt es immer mal wieder um und schon habt ihr einen schönen Sirup. Ihr könnt das Ganze auch aufkochen, wenn ihr es ein bisschen schneller haben wollt. Dann ist er allerdings heiß und ihr müsst ihn erst abkühlen lassen. Ich habe euch jetzt schon mal was vorbereitet, damit wir heute nochmal zwei, drei Cocktails machen können. Hier ist der fertige Sud, der jetzt circa für 4 bis 5 Stunden steht. Dafür nehmen wir jetzt eine Flasche und das füllen wir um. Nachdem wir den Sirup jetzt fertig haben, machen wir jetzt den ersten Cocktail, den Solero di Tonka. Für den Solero di Tonka braucht ihr jetzt 15 cl Maracuja-Saft, 10 cl O-Saft, 2 cl Likör 43, 2 cl Wodka und 2 cl vom Tonka-Sirup. Ihr nehmt diese Zutaten mit Eis in den Shaker und shakt es 10 bis 15 Mal.